10 Tipps, die euch den Einstieg in die Malerei, Querstrich Acrylmalerei erleichtern können. Das ist das Programm des heutigen Videos. Und um da keine Zeit zu verlieren, steige ich direkt ein. Ich habe eine Liste vorbereitet und wir fangen natürlich logischerweise an mit Tipp Nummer 1, Farben. Ich habe mal einen guten Spruch gelesen, der lautete, ich habe zu wenig Geld, um billig einzukaufen. Hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber vielleicht kennt ihr den anderen Spruch auch, billig gekauft ist doppelt gekauft. Das trifft auf Farben absolut zu. Das ist euer wichtigstes Werkzeug, wenn ihr mit der Malerei beginnt, logischerweise. Und da solltet ihr wirklich nicht sparen. Da solltet ihr zumindest Akademiequalität, das ist so diese mittlere Qualität bei den Farben, euch anschaffen. Also bitte nicht Farben vom Discounter. Ich habe mal ein Video dazu gemacht zum Thema Farben, verlinke ich hier, da könnt ihr euch noch ein bisschen näher informieren. Mittlere Qualität ist ideal. Tipp Nummer 2, Pinsel. Ja, Pinsel ist relativ einfach, da könnt ihr durchaus mittlere Qualität auch nehmen oder vielleicht sogar einfache, denn mit teuren Pinseln werdet ihr gerade am Anfang nicht unbedingt besser malen, weil um besser zu malen braucht ihr erstmal Handwerk, also müsst ihr erstmal das Handwerk lernen, ne? Klar fällt es mit guten Werkzeugen natürlich einfacher, aber da ist meine Erfahrung, dass ihr auch mit preisgünstigen, also nicht billigen, mit preisgünstigen Pinsel wirklich gut bedient seid. Ich empfehle euch in jedem Fall die Pinsel von Pitello. Dieses Set hier, das habe ich selber mitentwickelt, gibt es bei Amazon, ich verlinke das mal unten. Da sind alle Pinsel drin, die ihr für die Acryl- oder Ölmalerei zu Beginn braucht. Nummer 3. Malgründe. Ja, da ist ja gerade am Anfang immer so die Angst, oh Gott, ich habe so eine tolle Leinwand gekauft und wenn ich das Bild jetzt versaue, dann ist das Geld weg. Gibt es eine ganz einfache Lösung, kauft euch Malkartons. Malkartons sind viel günstiger und sie sind auch robuster, weil ihr da ein bisschen fester drauf drücken könnt und oder sogar mit Strukturpaste drauf arbeiten könnt, mit dick Strukturpaste, was bei Leinwänden auf Keilrahmen schon schwierig wird. Und dann könnt ihr euch mit den Malkartons austoben. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, kann ich nicht Papier nehmen, normales Papier bitte nicht, auch wenn es Acrylpapier ist, denn das Papier saugt die Feuchtigkeit aus der Farbe so schnell raus, dass er zum Beispiel überhaupt nicht verblenden könnt. So schnell könnt ihr gar nicht arbeiten, selbst ich, der nun wirklich super schnell arbeitet, schafft das nicht. Wenn ihr Papier verwendet, dann müsst ihr euch dazu sogenannten Binder kaufen und mit diesem Binder das Papier vorher einstreichen, dann ist es nicht mehr saugend und ihr könnt dann drauf malen. Aber wenn man das Ganze mit zusammenrechnet, Acrylpapier ist nicht billig, plus den Binder dabei, dann seid ihr fast schon wieder bei dem Preis von einem Malkarton. Ja, dann gibt es immer noch so Moralapostel, die sagen, ja, ihr dürft nicht nach Fotos malen. Ich finde es ein Unding, denn wie wollt ihr denn einsteigen? Wollt ihr direkt anfangen und euch ins Atelier setzen und womöglich noch einen Akt frei, der da sich netterweise hingesetzt hat, frei malen? Das schafft keiner, ja. Und von daher finde ich diese hohen Ansprüche, die zum Teil in der Kunst herrschen, völlig überzogen. Fangt mit Fotos an. Das ist viel einfacher. Die Fotos bewegen sich nicht, sie laufen euch nicht weg. Ihr habt immer die gleiche Beleuchtung. All diese Dinge, um die ihr euch kümmern müsst, wenn ihr live malt, müsst ihr euch am Anfang nicht kümmern. Später, wenn ihr dann besser seid, könnt ihr natürlich hingehen und euch ein Stillleben selber aufbauen oder plein air, also draußen malen. Nur zu Beginn finde ich Fotos einfach die allerbeste Wahl. Worauf ihr dann bei den Fotos achten muss, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, blende ich hier ein, verlinke ich euch. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ihr gute Kontraste in dem Bild habt. Also Fotos für die ersten Schritte in der Malerei sind aus meiner Sicht ein absolutes Muss. Wenn ihr mit Fotos arbeitet, aber auch wenn ihr live draußen malt oder im Atelier live malt, ist immer das Problem, wie bringe ich das Bild auf den Malgrund. Also Thema Vorzeichnen, auch da habe ich einen ganz einfachen Satz für euch. Wollt ihr zeichnen oder wollt ihr malen? Auch da gibt es wieder diese extrem hohen Ansprüche. Ich habe das selber halt erlebt. Ja, du musst frei vorzeichnen können. Ja, wenn ich es nicht kann, soll ich dann aufhören mit dem Malen, nur weil ich nicht vorzeichnen kann? Also da empfehle ich euch halt, entweder einfach Kohlepapier zu nehmen zum Durchzeichnen. Und wenn ihr größere Formate habt, also dann seid ihr natürlich begrenzt auf diese DIN-Maße oder ihr müsst dann ein bisschen tricksen. Ich habe einen Drucker, der druckt mir meine Vorlagen auf mehrere Papierblätter aus, hier zum Beispiel. Also hier ist ein
Foto, das jetzt auf 4 Papierblättern ausgedruckt ist, das kann ich jetzt zum Beispiel im Format 40x60 malen. Wunderbar, das heißt, ihr seid selbst im Format da nicht sonderlich eingeschränkt, worauf ihr da achten müsst. Auch da gibt es ein kleines Video dazu auf meinem Kanal. Und ihr findet übrigens auch auf meiner Webseite ein kostenloses PDF zum Thema Vorzeichnen. Damit komme ich jetzt zu den Tipps, die nichts mehr mit eurem Werkzeug zu tun haben, sondern mit hiermit und hiermit, mit Herz, Seele und eurem Kopf. Der Kopf ist derjenige, der euch wahrscheinlich sehr, sehr häufig sagen wird, ja, das Bild muss perfekt sein, ich darf ja keinen Fehler machen. Und oh Gott, jemand anders malt ja viel besser als ich. Das ist immer ganz schlimm, wenn Leute zum ersten Mal bei einem Malkurs teilnehmen, und dann immer gucken bei den anderen, wie malen die denn so, und dann merken, okay, vielleicht ist mein Bild anders. Es geht gar nicht darum, ob es besser ist oder schlechter, die Bewertung findet immer in uns statt. Ja? Und ich glaube, dass es in Deutschland vor allen Dingen ein Problem ist, weil ich habe das in anderen Ländern nicht so extrem erlebt, dass hier dieser Perfektionismusgedanke halt total ausgeprägt ist. Und es ist ein Hemmnis, um gut zu malen, denn ihr malt umso besser, je mehr aus dem Bauch und aus dem Herz malt. Wenn der Kopf sich einmischt, dann lenkt er ja eure Hand. Und der Kopf kann einfach noch nicht so gut malen. Ne? Wenn ihr es fließen lassen wollt, wenn ihr aus dem Bauch raus malen wollt, dann findet relativ viel Steuerung über den Hirnteil statt, der relativ alt ist, der für unsere Emotionen auch verantwortlich ist. Und dann geht es tatsächlich einfacher. Wenn der Kopf sich einmischt und unsere Hand nimmt, wird es schwieriger. Perfektionismus bedeutet also einerseits, sich zu befreien von diesem inneren Zensor. Das schafft ihr zum Beispiel, wenn ihr bestimmte Übungen macht, wenn ihr einfach mal blind malt, deswegen auch die günstigen Malgründe, oder wenn er hingeht und nur mit 2 Farben malt, also mit Schwarz und Weiß zum Beispiel. Was ihr auch machen könnt, ist sich vorzunehmen, jeden Tag ein richtig schlechtes Bild zu malen, also sich das zu erlauben. Ich darf schlechte Bilder malen, auch da verlinke ich euch mal. Ich habe mir selber mal so eine Challenge gestellt, 10 Missbilder zu malen. Und das Tolle war, da sind jedes Mal gute Bilder rausgekommen, wo ich mir wirklich Mühe gegeben habe, schlecht zu malen. Also da seht ihr halt, wie unwichtig der Kopf ist. Ja. Einige der Übungen habe ich in meinem Buch Abstrakt malen beschrieben, weil gerade beim Abstraktmalen der Kopf besonders hinderlich sein kann. Und zum Schluss noch ein ganz einfacher Tipp für die Leute, die zu perfektionistisch sind. Legt das Bild mal weg und lasst es mal einen Tag oder mehrere Tage mal ruhen und schaut es euch nochmal an. Weil oft passiert es, dass gerade die Leute, die am Anfang sind vom Malen, über den Punkt, wo das Bild gut ist, hinausgehen. Ja? Das heißt, frühzeitig aufzuhören. Ja, mit Perfektionismus der nächste Tipp, Fehler zulassen. Ja? Denn wenn ihr Fehler zulasst, bringt euch das neue Erfahrungen. Also ich erzähle immer die Geschichte, ne, irgendein Vorzeitmensch war vor so einem Steinblock und hat sich überlegt, Moment, wenn ich den rund machen würde, dann könnte der ja rollen. Ne? Aber nee, das wird bestimmt nicht funktionieren, also lasse ich es lieber. Genauso wäre das Rad nie erfunden worden und genauso ist es in der Kunst. Also wenn ich mir selber nicht gestatte, Fehler zuzulassen, mache ich keine neuen Erfahrungen und kann mich auch nicht weiterentwickeln. Und ich weiß auch nicht, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß nicht, wo mein Stil ist. Nämlich das ist ja genau das, was mich dann schlussendlich begrenzt. Damit sind wir beim nächsten Tipp, nämlich der Komfortzone. Wenn ihr einen Stil gefunden habt, das kann bei einigen schon sehr, sehr schnell gehen, nach einem halben Jahr, merken sie schon, dass immer die Bilder annähernd gleich sind, dann bewegen sie sich natürlich gerne in dieser Komfortzone, weil da fühlen sie sich wohl, da wissen sie, die Bilder gelingen. Da kann ich euch auch mal den Tipp geben, brecht da mal aus, probiert mal ganz bewusst andere Sachen, also wenn er ganz viele zum Beispiel mit Acrylfarben malt, dann nehmt doch einfach mal Aquarellfarben oder nehmt einen Bleistift und zeichnet. Probiert einfach mal was Neues aus, weil es euren Stil vervollständigt, ihn bereichert. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten. Es ist wie ein Handwerker, der im Prinzip immer nur mit einem Schlitzschraubenzieher arbeitet und sagt, nee, die anderen Schraubenzieher brauche ich nicht. Klar kriegt er damit die meisten anderen Schrauben auch rein. Dann nudelt er bestimmt dann nur einige ab und dann plötzlich merkt er, Mensch, es gibt ja ganz viele Schraubenzieher, der Stil wären also die Schraubenzieher, aber er hat jetzt plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Ja? Und genau das Gleiche ist beim Malen. Ja, die letzten zwei Tipps, da geht es um das Thema Kopieren. Da gibt es viele sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin jemand, der sagt, gerade am Anfang, ähnlich wie bei den Fotos,
macht Kopieren durchaus Sinn. Ne? Also da bin ich ja noch auf der Suche nach einem Stil. Da gibt es bestimmte Künstler, Künstlerinnen, die ich bewundere und deren Bilder ich gerne nachmalen möchte. Mach das ruhig. Es gibt gegenteilige Meinungen, sagen, nee, mach das nicht, weil du dir deinen Stil kaputt machst. Wenn ich es aber mit offenem Geiste mache, dass ich sage, ich mache das jetzt, weil mir das Bild gefällt und ich einfach gucken möchte, ist das mein Stil, dann ist es in jedem Fall top in Ordnung. Also kopieren unbedingt. Es bereichert euch ja auch, was zum Beispiel das Farbenmischen angeht, die Bildkomposition. Ihr könnt durch ein nachgemaltes Bild unendlich viel lernen, wenn ihr euch bewusst damit auseinandersetzt. Auch da habe ich schon viele Diskussionen geführt. Da wird dann gesagt, kopieren ist total doof und das ist überhaupt nicht kreativ. Klar ist es kreativ, weil ihr werdet nämlich relativ schnell merken, ihr könnt das Bild gar nicht so kopieren, wie es die alten Meister gemalt haben oder irgendjemand anders, den er toll findet. Ja? Da geht es wirklich nur darum, durch das Kopieren etwas zu lernen. Ja? Ja, und damit sind wir schon beim letzten Tipp. Lernen könnt ihr am besten, wenn ihr mit anderen zusammenmalt. Und da gibt es mittlerweile ja viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch einen Verein bei euch suchen, wenn ihr jetzt irgendwo in der Pampas wohnt, wo es das nicht gibt. Dann könnt ihr an Online-Kursen teilnehmen. YouTube-Videos guckt ihr offensichtlich schon. Ist eine absolute Top-Möglichkeit, das Malen zu lernen. Habe ich ja genauso gemacht. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr euch mit anderen mal austauscht und denen über die Schulter guckt, ohne natürlich dieses Vergleichsding im Hinterkopf, sondern einfach zu gucken, wie machen es die anderen, was haben die für Herangehensweisen, was können die mir für Tipps geben. Das kennt ihr vielleicht auch noch von der Schule her, wenn ihr mit euren Mitschülern, Mitschülerinnen zusammengearbeitet habt, dann habt ihr meistens doppelt so schnell gelernt, als wenn euch vorhin irgendein Lehrer irgendwas erzählt hätte. Das ist meine Erfahrung, ich habe hunderte von Vorträgen gehalten und ich habe relativ schnell spitz bekommen, dass eine gute Fortbildung zu 50% von den Teilnehmenden getragen wird, einfach durch den Austausch. Also das wäre da wirklich, finde ich, noch ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss. Sucht euch jemanden, der eure Leidenschaft teilt und mit dem ihr euch austauschen könnt. Ja, und das war's für heute. Kein Bild gemalt, trotzdem hoffe ich, dass die Tipps euch helfen bei eurer kreativen Reise in die Welt der Farben. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein richtiges Bild male. Bis dahin, macht's gut, tschüss.